Nach dem Anschlag auf eine kurdische Hochzeitsfeier in der Stadt Gaziantep im Süden der Türkei, für den Präsident Erdogan ein 12- bis 14-jähriges Kind verantwortlich macht, hat es auch im Irak eine Festnahme gegeben. In Kirkuk im Irak haben Sicherheitskräfte einen Jugendlichen gestoppt, der offenbar ebenfalls einen Sprengstoffgürtel trug. Kirkuk ist genau wie Gaziantep in der Türkei eine Stadt, in der viele Kurden leben. Mit Gewalt zwangen Soldaten den Jungen, sich auszuziehen. Wer ihn beauftragt hat und ob es wirklich eine Bombe war, ist noch unklar.